Wir haben Grips im Kopf. Grips im Kopf. Grips im Kopf. Leute, richtig cool. Schön, dass ihr wieder da seid bei Grün unter den Ohren. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe Debbie mit dabei. Hallo Debbie, richtig cool, dass du da bist. Hallöchen. Du hast vorhin noch ein Thema angesprochen, über das ich gerne noch mal ein bisschen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, nämlich den Klimapass. Wir haben jetzt ja viel über so systemische, strukturelle Fragen gesprochen, wie wir es schaffen, die Klimakrise global solidarisch zu begrenzen. Und wir sprechen da so zwischen den Zeilen von dem 1,5-Grad-Ziel bzw. der Grenze, denn es sollte nicht sein, dass wir 1,5 erreichen wollen, sondern dass wir möglichst drunter bleiben möchten. Aber das löst ja Probleme, die jetzt schon in einer 1,2-Grad wärmeren Welt ausgelöst wurden, letztendlich nicht. Denn jetzt schon sind, ich glaube, 40 Millionen Menschen global auf der Flucht, weil sie ihr Zuhause verlassen müssen, das hast du angesprochen. Und Greenpeace rechnet hoch, dass es so etwa 200 Millionen sein werden. Und das sind Menschen, die aufgrund unseres Verhaltens hier jetzt schon so existenziell bedroht sind, dass wir nicht nur systematisch strukturell schauen müssen, wie wir die Klimakrise begrenzen, sondern auch damit umgehen müssen, was für Schäden wir jetzt schon angerichtet haben. Und also der Klimapass ist ja als Konzept erstmal so angelegt, dass wir, wenn Menschen aufgrund von Klimafolgeschäden auf der Flucht sind, sie die gleichen europäischen Migrationsrechte bekommen, wie eben Menschen, die innerhalb Europas Migrationsbewegungen machen, einwandern oder auch fliehen müssen. Und ich habe riesige Sympathien für diesen Vorschlag, eben auch aufgrund der kolonialen Kontinuitäten, die wir da wieder sehen, dass wir dann sagen, okay, wir lösen das aus bei euch. Ihr müsst kommen, ihr müsst fliehen und wir übernehmen die Verantwortung, wir nehmen euch auf. Glaubst du, das kann erfolgreich sein? Ich glaube, also ich habe auch super große Sympathien mit dem Konzept und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein kleiner Baustein in einer gesamten Klimapolitik, die wir betreiben müssen. Ich glaube, wir dürfen halt eben nur nicht zu dem Punkt kommen, zu denken, ach, und damit haben sich die Probleme gelöst. Ja. Sondern wir müssen uns irgendwie auch darüber bewusst sein, dass genau wir dafür verantwortlich sind, dass diese Menschen gerade fliehen müssen, dass ihre Inseln überschwemmt werden, dass ihr Zuhause überschwemmt wird, dass sie sich vielleicht nicht mehr ernähren können. Und dass wir uns gleichzeitig aber auch darüber Gedanken machen, dass die Auswirkungen der Klimakrise eben nicht nur die Menschen betrifft, deren Inseln gerade überschwemmt werden, sondern halt auch perspektivisch dazu führen, dass zum Beispiel die Konflikte um die Ressource Wasser immer krasser ansteigen werden. Also wenn wir uns irgendwie Studien angucken, dann wird das einer der Hauptkonfliktpunkte weltweit. Das bedeutet Gewalt, das bedeutet Krieg, das bedeutet, dass Menschen sterben müssen, das bedeutet, dass Menschen fliehen müssen, weil sie kein Trinkwasser mehr haben, weil sie vielleicht kein Wasser mehr haben, um ihre Felder zu bestellen. Und deswegen, glaube ich, ist der Klimapass eine super gute Idee und sehr notwendig, auch einfach, weil ich glaube, die Idee dahinter zu sagen, hey, wir leben eben nicht mehr in einer Welt, in der man sich nationalstaatlich abgrenzen kann, sondern wir leben in einer Welt, in der unser Handeln hier Auswirkungen auf andere Länder, auf andere Bereiche in dieser Welt hat. Und deswegen ist es notwendig, dass wir auch dafür Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig eben auch sich darüber bewusst zu sein, dass ein Klimapass das Problem nicht lösen wird. Es ist gerade elementar für Menschen, die von der Klimakrise bedroht sind, die ihre Zuhause verlassen müssen. Dafür ist es wichtig. Aber wir müssen eben auch gucken, dass wir eine gesamte Politik betreiben, die eben diese Klimakrise aufhält und die das 1,5-Grad-Ziel einhält. Und gerade sehe ich das leider überhaupt nicht in den Plänen, die die Bundesregierung zum Beispiel vorlegt. Shout out an der Stelle. Genau. Danke an alle CDU-Politikerinnen. Und da, glaube ich, müssen wir einfach gucken, dass wir nicht reinkommen in ein Reinwaschen von Konsequenzen. Und du meintest ja auch vorher, wir haben eine historische Verantwortung. Wir schmeißen immer mit diesem Begriff von koloniale Kontinuitäten um uns herum. Das bedeutet ja ganz runtergebrochen quasi, dass der Kolonialismus, also die Kolonialzeit, bis heute Auswirkungen hat, was wir
in der gesamten Wirtschaftspolitik sehen, was wir in unseren Handelsverträgen sehen und so weiter. Und dass wir das eben aufbrechen müssen. Und es funktioniert nicht so einfach. Wir können nicht einfach 500 Jahre Kolonialismus mal, weil du und ich in den Bundestag kommen, aufbrechen. Sondern schade. Ja, super schade, aber das bedeutet halt grundlegende, also wir müssen an die Wurzel des Problems ran. Mhm. Und das wird für uns auch ganz schön unbequem hier im globalen Norden, uns auch das bewusst zu sein. Und genau, da, ja, Punkt. Ja, ich glaube, die Zeit der Bequemlichkeit ist einfach abgelaufen.